Was bedeutet für mich Seele und Geist? Habt ihr euch das schon einmal gefragt? Und damit grüße ich euch. Über unsere Seele sagt Sokrates: So wie man nicht in die Augen ohne den Kopf nicht ohne den Körper, so sollte man den Körper nicht ohne die Seele behandeln. Körper, Geist und Seele gehören untrennbar zusammen. Und doch werden sie getrennt. Wie zum Beispiel, es kümmert sich der Arzt um den Körper, wie ein Mechaniker sich um seine Maschine kümmert, die defekt ist. Unabhängig davon bemühen sich Psychologen und Seelsorger für Geist und Seele, sprich unsere Psyche. Dabei weiß doch ein jeder, dass wir den Stress fast willenlos in uns hineinlassen und er uns mit Krankheit und damit auch Kummer bringt. Oft sind es Nichtigkeiten, die uns ärgern. Sie rauben uns den Schlaf und nähren den Groll. Das geht uns ins Herz und erzeugt dort Schmerzen. Das Herz und die Seele gehören zusammen und bilden eine Einheit. Früher wurden sie in zwei Elemente getrennt und voneinander behandelt. Heute weiß man aber, dass beides zusammengehört. Doch was ist die Seele? Was ist Seele? In der Bibel wird sie als das gesamte lebende Geschöpf bezeichnet, das den Körper nach dem Tod verlässt. Die Seele kann als Synonym fürs Leben stehen. Sie ist lebendig in uns und sehr verletzlich. Und das spüren wir immer wieder. Und deshalb sollten wir mit unserer, aber auch mit anderen Seelen behutsamer und rücksichtsvoller umgehen. Neue Studien haben ergeben, dass es offenbar verblüffende Verbindungen zwischen Körper und Seele gibt. Nicht nur ein seelisches Leid schadet der Gesundheit, sondern auch unsere Gefühle haben eine Auswirkung auf unsere Gesundheit. Kommen wir nun zu unserer Frage zurück. Woran denken wir, wenn wir von Seele und Geist sprechen? Handelt es sich dabei um etwas Unsichtbares? Schon. Aber es ist etwas, was man fühlt und ist für den Menschen in Gesundheit und Krankheit sehr existent. Wir sollten besser mit ihr umgehen. Nietzsche meinte dazu, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt beinahe das Wie. Für unseren Körper, Geist und Seele wünsche ich einen guten Einklang. So wird das Leben leicht und angenehm sein. Lasst es eurer Seele gut gehen. Dies könnt ihr in Meditationen gut erzielen, denn beim Meditieren könnt ihr in eure Mitte kommen. Ihr kommt in eure Mitte. Ihr bringt euren Körper, Geist und Seele in den vollkommenen Einklang. Versucht es doch einmal mit einer Meditation. Ihr werdet merken, wie ihr danach ausgeglichen seid. In diesem Sinne, eure Derya.